So. Das ist. Naja. Hallo. Hallo. Gehen wir zu. Ach Gott, ach Gott. Was ist denn jetzt passiert? Naja, alles merkwürdig. Dieser Stadt. Besonders Mäuber. Und ganz besonders wir. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so? Alles, was Beine hat. Ich habe Mindfield überlebt und sogar ein Geschenk mitgebracht. Ja. Was wissen Sie über Mindfield? Erstmal das. Es war mal eine Stadt namens Richfield. Dann kamen die Sklavenhändler und nahmen alle mit. Jetzt soll die Stadt eine verfluchte Todesfalle sein. Jetzt nennt sie jeder Mindfield und sagt, es wäre eine Geisterstadt. Abergläubischer Quatsch. Aber so denken die Leute nun mal. Gehen Sie ruhig. Ja, genau. Genau. Wie sind denn diese heißen? Ja. Das haben wir schon mal gehört. So. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Nun ja, zumindest seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon, wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Man wird Und wie ist es, beschossen. eine Landmine zu entschärfen? Die Stadt ist eine Falle, da war ein Heckenschütze in der Norfolk. Ja, ein Chef ist ganz einfach. Hüpfen Sie einfach mal drauf. Sie. Hohoho. Nein. Das können wir der nicht antun. Das ist Dann wohl ist eher das das also doch Richtige. keine echte Geisterstadt. Gut, dass Sie trotz dieser Gefahr ruhig geblieben sind. Ein tolles Vorbild für das Buch. Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet. Aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Splittergranaten. Oh, und Diagramm für die Kronkorkmine. Da frag ich mich, warum kann die das alles, wenn die das alles so schrecklich findet? Damit sind die Aufgaben des ersten Kapitels abgeschlossen, oder? Okay. Ja, und Sie haben tolle Arbeit geleistet. Ich muss nur noch einen Abschnitt darüber einfügen, wie man Ratten kocht. Und das Kapitel ist fertig. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stimpaks gesammelt. Sie werden sie eventuell brauchen. Zwei Kapitel liegen noch vor uns. Ja, vier Stampacks reichen natürlich auch für zwei komplette Kapitel. Aber machen wir Das mal zweite weiter. Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Myerlocks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Das, was sie jetzt erstes genannt hat, die Maulwurfsratten. Wir kennen uns ja schon Maulwurfsratten aus können mit. sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Und ich glaube, die Peter wird Es mich geht kinderleicht. beschweren. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Ja, das ist immer das, was ich schon immer machen wollte. Über im Abwasserkanäle rumlaufen. Na, erstmal Schauen verkaufen Sie wir ruhig. alles. Null. Das ist natürlich. Dann bringt uns das gar nichts. Dann laufen wir wieder mal zur Bar und verkaufen alles. Die nichts wollen, dann gehen wir zum Arzt. Ihr sollt auch mal zum Arzt. Was soll's heute denn sein? Ja. Dann müssen wir zum Arzt gehen. Der ist uns eh noch eine Behandlung schuldig. Wo ist er denn? Ach da. Meine Güte, Sie sehen nicht krank aus und schon gar nicht tot. Also warum gehen Sie mir auf die Nerven? Weil er mich behandeln Gut, soll. dann wollen wir mal sehen. Einige Verbrennungen zweiten Grades.
Ein paar Fleischwunden. Wird etwas dauern, aber für 75 kriege ich's hin. Gut, 75. Die Stimpaks hätten 50 gekostet. Ja, perfekt. Nun, wo habe ich bloß das Skalpell hingelegt? Ah, hier ist es ja. Alles okay da oben? Werden mehr Schmerzmittel gebraucht? Jetzt ist alles wieder in Ordnung, großes Baby. Kann ich jetzt wieder weiterarbeiten? Ja, ich, Dann sollten wir weitermachen. Der... Was? Ah, perfekt, perfekt. Was brauche ich denn nicht mehr? Erstmal die wirklich unnötigen Sachen. So, hier Vorkriegsgeld. Brauche ich natürlich nicht, den Stoff sogar auch nicht. Die Stange Zigaretten brauche ich nicht. Die Kernspaltungsbatterie wohl auch nicht. Lederrüstung? Ich bin kein Bayer. Naja, einfach verkaufen. Waffen. Die beiden behalte ich mal. Die chinesische Pistole brauche ich wohl nicht mehr. Erstmal verkaufe ich nur 15. Ja, ich denke mir schon, dass das zu viele sind, aber ich kaufe jetzt mal 10. Genau, so, und Munition. Schrotpatronen. Habe ich keine Waffe für. Kann ich verkaufen. 32 Kaliberschuss. Kann ich auch verkaufen. 308 ist wahrscheinlich das Gewehr. 10 mm ist die Pistole. 5,5 ist das Sturmgewehr und die Energiezelle. Ja. Gut, ein fairer Deal. Ich kriege 10 Stimpaks und 21 Kronkorken. Sind Sie fertig? Ja, jetzt schon. Ein schöner Tag. Ich habe Stimpaks bekommen, bin heile und... Ich bin auf der Suche nach Wasser hier hingekommen, aber sie handeln nur mit Ansässigen. Und hab Geld bekommen, Stimpaks und unnötige Sachen bin ich losgeworden. So, und hier... Ja. Guten Abend. Machen wir jetzt direkt weiter oder haben wir noch andere? Ich will nicht mit der Hauptstory direkt weitermachen. Dann würde ich sagen, erstmal. Guten Abend. Erstmal laufe ich in der Stadt rum. Hallo. Ja, hallo. Genau. Das ist mein Haus oder? Ach nee, das, ach, das war das vom Bürgermeister. Ja, genau. Bestimmt kann man hier noch Aufträge machen. Wer ist denn das? Was darf's denn sein? Nix. Oh. Wie kann ich hier helfen? Nun, alle wissen, dass die alte Wasseraufbereitungsanlage bald den Geist aufgibt. Ich bin der Einzige in der Stadt, der das Ding in Gang halten kann. Ich verbringe so viel Zeit in der Anlage, dass ich mich nicht um die Lecks kümmern kann, die Rohre in der Stadt ständig bekommen. Nun, ich erwarte von Fremden nicht viel, aber falls sie sich gut genug auskennen, können sie diese Lecks suchen und ausbessern. Wie viele gibt es? Eins haben wir gesehen. Bisher. Oder zwei? Eins. Dem Druck in der Anlage nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es in der Stadt insgesamt 3 Lecks gibt. Überprüfen Sie die Rohre und die Ventile. Die Lecks sind unter Umständen schwer zu finden. Ja, warum kann er es nicht? Ich könnte sie reparieren, kann aber nicht den ganzen Tag Lecks suchen. Dieser rostige Aufbereiter fällt auseinander, wenn ich ihn nicht ständig flicke. Ich kann nur dann eine Pause einlegen, wenn ich das Ding über Nacht ausschalte. Aber wenn das Wasser nicht fließt, kann ich nicht nach Lecks suchen. Ja, dann werden wir das machen. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Wenn die Leute wüssten, wie übel es hier oben aussieht, nicht auszudenken. Ja, was sollte ich... Die Rohre der Stadt sind undicht. Ja. Was ich Ihnen über Megaton erzählen kann? Tja, diese Scheißbombe bringt uns alle langsam um. Wie gefällt Ihnen diese Information? Gar nicht, weil ich sie entschärft habe. Ich kümmere mich um die Wasseraufbereitungsanlage. Dieses alte verrostete Ding versorgt uns mit sauberem Wasser. Zumindest zur Zeit noch. Ja, ich werde es ja beheben, dass es weiter funktionieren wird. Tja, die Leute sagen, dass der Wasseraufbereiter bald seinen Geist aufgibt. Ich werde ihnen sagen, was ich auch den Leuten sage. Ich halte dieses Wrack seit 35 Jahren am Laufen.
Und dieses Problem war das erste, das ich nicht lösen konnte. Ja, gut. Ich, was für ein Wasseraufbereitungsanlage? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon mal war. Also, naja. Spinnen? Ist ruhig. Ein Wasserbrunnen? Sagte der nicht. Das ist sauberes Wasser hier? Na egal. Nach Grundkorken lohnt sich nicht, das schlechte Karma zu bekommen. Der Schreibtisch, da ist bestimmt auch nichts Wertvolles. Metallkiste, Metallkiste. Tür. Machen wir Metallkisten. Pimaske, ne, da war ja alles nicht. Ein bisschen essen. Oder diese Ruhe genießen. Nee. Dann merkt ihr da auch nichts von. Okay, okay, okay. Ja, dann ist das hier. Nein. Jetzt mach ich. Na, kann ich das ausmachen? Dann suche ich jetzt so nach den Lecks und ich glaube, ich weiß auch schon, mit welchem ich anfange. Hallo? Dem Leck schlechthin. Alpha Beta 1. Das war schon beschädigt zu sein, doch die Quelle ist nicht eindeutig. Da muss ein Meisterklemmer ran. Da darf ich von mindestens 30 erfolgreicher Reparatur versuchen. Ja, habe ich wohl. Ich habe wie viel repariert? 41. Ja, das ist wohl ausreichend. Da ist noch eins. Da müssen wir auch noch hin. Kommen wir da? Da kann ich nicht hoch. Ich denke so. Auf dieses Dach. Ja, das ging doch ganz einfach. So, ja. Ah, haben wir auch geschafft. Wen hätte es gewundert? Wer ist das? Ein normaler Siedler. So, so, so. Das nächste Leck. Ich könnte den Rohren entlang gehen. Ich muss es nicht machen. Ups. Nicht, dass ich Schaden bekomme. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln, um mir zu zeigen, wo das nächste Leck ist. Das ist auch nicht das. Aha, aha. Das war jetzt per Zufall. Okay, gut. Wo war denn der Typ? Der war da oben irgendwo. Was ist das denn für ein Haus? Haus der Gemeinschaft. Hier so Kaffeekanne, Megatonsiedler, die sagen einem ja nix außer Hallo. Das sind so ganz gesprächige. Aber hier ist irgendwie da oben wahrscheinlich auch nicht. Hier ist gar nix außer ein Schlafplatz und Sofa. Kaputtes? Ja, gut, ein bisschen kaputt. Ja. Unter ein kaputtes Sofa. Unter einem kaputten Sofa stelle ich mir so ein zerfetzt, zerrissenes Müllstück vor. Das ist von hinten. Da will ich ja nicht, überhaupt gar nicht rein. Warum? Wo war denn der alte Typ jetzt? Leostein? Nee. Was? Das war die Wasseranlage, ne? Glaube ich. Ja. Könnte, guck mal, das sind doch die Dinger. Ah ja, da war unser alter Walter. Was darf's denn sein? Keine kaputten Lecks mehr. Das ist ja. Die Anlage hat wieder vollen Druck. Sie haben offenbar alle Lecks ausgebessert. Danke. Ich danke Ihnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder reißen. Und dann ist vielleicht niemand hier, um sie zu reparieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen von mir Kronkorken für jedes Stück Alteisen, das Sie mir bringen.
Altmetall gibt's genug. Es liegt im ganzen Ödland verstreut. Mit einem kontinuierlichen Nachschub an Altmetall kann ich die Anlage und die Rohre instand halten. Was meinen Sie? Ich bin kein Bodenjunge, bezahlen Sie mich einfach für die Reparaturen. Okay. Hervorragend! Diese Teile werden die Anlage und die Wasserversorgung der Stadt in Gang halten. Kommen Sie gleich zu mir, wenn Sie wieder Teile finden.